Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge gibt es mal wieder eine Teamvorstellung. Das heißt, ich zeige euch mein Team, mit dem ich in der Weekend League antreten werde. Das ist ja beispielsweise letzte Woche ein bisschen zu kurz gekommen. Und wenn ihr jetzt das Video hier seht, dann ist die Weekend League ja schon voll zugange oder ich habe schon einen Großteil der Spiele gespielt. Und ansonsten habe ich das Ganze ja hier als Dream Team Loading bezeichnet. Das liegt daran, dass ich jetzt so langsam Schritt für Schritt mich immer mehr meinem Dream Team annähere. Und ich zeige euch jetzt einfach mal hier den Zwischenstand und dann auch, wie mein Dream Team aussehen wird. Wir gehen einfach mal rein. Und dann seht ihr jetzt gerade hier so ein halbes Team quasi. Und die Spieler, die gerade schon drin sind, die kennt ihr einfach schon besonders gut. Deswegen möchte ich die jetzt nicht noch großartig vorstellen. Wir haben hier den Bayern-Block mit Manuel Neuer, Boateng, Alaba und dann noch den SPC Vidal. Gerade wo ich das jetzt hier aufzeichne, ist jetzt der Man of the Match wieder rausgekommen. Finde ich eigentlich ganz nice, weil so noch eine Option ist, dass sich mein Dreamteam vielleicht zukünftig nochmal ein bisschen verbessert. Weil der Man of the Match, der ist jetzt noch nicht so die Verbesserung, aber vielleicht der nächste Inform, der von einem Vidal kommt. Aber das nur so. Ansonsten noch Team of the Year, Ronaldo, den habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und dann noch Inform Bale, den habe ich noch länger. Den habe ich ja damals für, oder habe ich in den November oder Oktober Belohnungen bekommen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und jetzt zeige ich euch erstmal nochmal Spieler, die ich hier habe. Die habe ich schon letzte Woche gespielt und ich habe sie auch schon teilweise vorher gespielt. Mit dem Spieler fangen wir auch einfach mal an. Und zwar im Mittelfeld, und dann gehen wir jetzt einfach nochmal auf die La Liga, um ihn auch genau zu bekommen, haben wir hier nämlich Team of the Year Motoc am Start. Den habe ich auch schon letzte Woche gespielt. Glaube ich, brauche ich auch nicht viel zu sagen. Dann im Sturm auch ein Spieler, den ich letzte Woche schon am Start habe, aber ihn auch nochmal so ein bisschen highlighten möchte, nämlich Team of the Year Suarez. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann sieht das schon mal soweit eigentlich ziemlich nice aus. Hier schon, ja, einen ziemlich krassen Sturm, eigentlich mit Team of the Year Ronaldo, Team of the Year Suarez und dann noch den Inform von Bale. Dann im Mittelfeld Team of the Year Modric und den SPC Vidal. Das ist schon mal richtig knackig. Und dann kommen wir jetzt in den rechten Teil. Und hier werde ich jetzt euch was zeigen, was ich auch schon mal so mehr oder weniger gespielt habe. Und dann gibt es den Rest, weil ihr seht ja, es sind noch drei Positionen hier frei. Gehen wir ins Mittelfeld und da ist jetzt, das werde ich dann gleich erklären, eine Art Notlösung am Start. Und ihr seht das, da muss ich einen ganz speziellen Spieler ja auch auswählen. Nämlich den Inform von Casemiro. Den habe ich als eine Belohnungskarte. Und den werde ich gar nicht großartig spielen. Aber dazu kommen wir gleich. Denn wir haben jetzt hier noch zwei Positionen frei. Und da kann ich, glaube ich, Special einfach drinnen lassen. Genau. Habe ich nämlich den SBC Juan Fran. Den habe ich mir auch damals in den Weihnachtstagen quasi geholt. Und jetzt haben wir noch eine Position frei und den Spieler habe ich auch schon gespielt und ich habe letzte Woche wirklich lange überlegt, wie ich das zu handeln habe, aber das werde ich euch gleich im Laufe der Folge erzählen, denn hier ist der Innenverteidiger jetzt Team of the Year Sergio Ramos, richtig krasse Karte, ich glaube ein Großteil oder alle kennen ihn schon von der Karte her, überragend, ich habe ihn schon eine Weekend League gespielt. Und das habe ich ja eben gerade auch schon angedeutet, den Team of the Year Ramos, den SBC Juan Fran und den International Man of the Match, die drei, also International Man of the Match Casemiro, die drei habe ich auch schon in der Weekend League gespielt, als man ein La Liga oder Bundesliga Team spielen musste. Und jetzt habe ich hier noch drei Positionen frei. Und ein Spieler, der eigentlich auch ein mega treuer Begleiter für mich ist, ist Pogba. Und ich habe ja auch den Second Inform von Pogba am Start. Und das ist jetzt auch ein Spieler, den ich quasi einwechseln werde. Wenn wir hier drauf gehen, ich hole ihn mal rein. Und das ist auch mein Plan jetzt für diese Weekend League, dass ich dann eigentlich den Inform von Casemiro direkt auswechsel und dann mir den Second Inform Pogba einwechsel für das Mittelfeld. Und das werde ich dann nochmal gleich genauer zeigen, nämlich wenn es um mein Dream Team quasi geht. Und jetzt habe ich noch zwei Positionen frei. Und einen Spieler haben wir eben gerade auch schon gesehen, den ich da am Start habe, nämlich den One-to-Watch-Mané oder einfach den höchsten Inform von Mané quasi. Den habe ich mir auch gekauft als Wechseloption. Das ist jetzt nicht zwingend vielleicht das, was am krassesten ist, aber darum soll es jetzt gar nicht so sehr gehen, sondern ja, er ist einfach, denke ich, ein ziemlich starker Einwechselspieler und er ist natürlich mega krass. Das steht außer Zweifel. Und dann ansonsten habe ich jetzt noch für die letzte Position, die hier frei ist, einen Versuch quasi, einfach ein Experiment. Ich habe Neymar verkauft, den habt ihr ja vielleicht auch gesehen, habe ich auch schon vor zwei Wochen drüber geschwärmt, wie toll der als Einwechselspieler funktioniert. Ich habe ihn jetzt verkauft und ich habe was anderes probiert, denn ich habe ihn gezogen und ich habe mir gedacht,
ich probiere es einfach mal aus, weil er sieht einfach auch richtig krass aus. Perisic, ich glaube, es ist der Second in Form. Ich weiß es nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Und er als ZOM mit Hunter drauf. Ich meine, die Position ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich, weil ich ihn eh einwechsle. Aber der hat schon richtig krasse Werte. Insbesondere, was mich immer so ein bisschen anmacht, muss ich sagen, sind die 5 Sterne auf dem schwachen Fuß. Hat da natürlich auch Neymar, aber er halt noch 1,86 groß, damit natürlich auch eine ganz schön ordentliche Körpergröße, 84 Physical, das zeichnet ihn nochmal im Gegensatz zu Neymar ein bisschen aus und ich möchte ihn einfach mal ausprobieren und auch quasi als Wechseloption auf meiner Bank haben. Das ist quasi mehr oder weniger jetzt das Team. Ich kann ja mal jetzt so just for fun den Pogba hier reinstellen, wo er auch eigentlich hingehört. Und dann seht ihr jetzt quasi so die Startelf, wo ich sage, wow, das ist schon sehr, 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 sehr nah dran an meinem Dreamteam. Und das werde ich jetzt eigentlich auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar gibt es jetzt hier zum aktuellen Zeitpunkt, muss man ja klar sagen, es kann sein, dass in einer Woche das, was ich jetzt hier erzähle, überholt ist und auf einmal nochmal viel, viel bessere Spieler rausgekommen sind. Aber das, was ich gerade quasi probiere aufzubauen, wie ich mein Team entwickeln möchte, da möchte ich hier im Tor, ja, nochmal einen draufsetzen quasi. Und dann nehme ich mir einen anderen Neuer, nämlich den Team of the Year Neuer. Dann müssen wir auf Dream Squad Spieler gehen und dann haben wir den am Start. Also das ist eine mögliche Verbesserung, auf die ich noch quasi aus bin, die ich noch reinholen möchte. Dann machen wir jetzt einfach mal ganz kurz so, dass ich den Juan Fran hier hinten reinpacke und dann auf der Rechtsverteidigerposition, die würde ich nämlich auch nochmal verändern. Und zwar, da würde ich mir dann den Team of the Year Marcelo holen. So, da haben wir ihn am Start. Jetzt sagt ihr, der ist aber Linksverteidiger. Als Rechtsverteidiger hat der aber nicht so viel Chemie. Ich glaube, er hat 7 Chemie. Ja, wenn ich bringt jetzt auch, macht keinen Unterschied, glaube ich, da, wenn ich da Casemiro drin habe. Ich glaube, er bleibt trotzdem einfach bei 7 Chemie. Oder vielleicht bekomme ich ihn sogar auf 8 Chemie, ich weiß nicht. Nee, hat ja schon alles hier. Loyalität und Manager. Aber die Karte ist einfach so überragend von ihm, dass die 7 Chemie, also wirklich ihn trotzdem wahrscheinlich zum besten Rechtsverteidiger im Spiel machen, wenn man jetzt vielleicht mal Dani Alves oder ähnliches ausklammern. Also das ist so noch das Upgrade. Und ansonsten dann als letztes geht es dann nochmal auf die rechte Flügelposition. Und dort hätte ich dann gerne, ihr könnt es euch schon vorstellen, ihr könnt es schon ahnen, ich muss es nur noch kurz eingeben, nämlich the one and only quasi, Team of the Year Messi, das ist dann so das, die letzte Stufe quasi. Und das ist dann auch hier von der Startelf gesehen, das Dream Team für mich. Und das habe ich übrigens auch in Paris gespielt. Also genau dieses Team, ja doch, genau so. Und hier habe ich es dann auch so gemacht, dass ich dann Casemiro am Anfang Start hatte und ich habe dann Pogba auch direkt eingewechselt. Und ja, ich denke, ist auf jeden Fall ganz brauchbar, ganz playable. Und von der Abfolge wäre es jetzt eigentlich so, dass ich jetzt als nächstes mir gerne den Team of the Year Marcelo holen möchte. Dann als nächstes den Team of the Year Neuer. Und dann muss ich nochmal ordentlich sparen, um mir den Team of the Year Messi zu holen. Jetzt fragen vielleicht einige, warum hast du denn nicht jetzt als erstes, bevor du jetzt irgendwie einen Ramos oder einen Modric oder sonst wen geholt hast, warum hast du nicht erst Messi geholt? Das liegt daran, also ich bekomme diese Frage sehr, sehr häufig, dass ich hier den Inform von Bale als FAT Champions Karte habe und die kann ich nicht verkaufen, aber es ist ein Spieler, der irgendwie 1,2, 1,3 Millionen Münzen wert ist, sowas um den Dreh. Und ich glaube, wenn man so einen Spieler hat, der so viel wert ist und auch so gut ist und ich auch mit ihm gut klarkomme, dann sollte man ihn auch spielen und nicht dann diese Position als erstes irgendwie verbessern, wenn man noch andere Positionen hat, die man verbessern kann. So, das ist quasi der Punkt. Und dann, ja, kann man noch überlegen, wie man quasi dann im nächsten Step, wenn das noch alles steht, wie man die Bank auch noch optimal macht. Aber soweit sind wir noch nicht und ich denke dennoch, dass ich da auf einem guten Weg bin. Wenn ich jetzt Mané und Perisic verkaufen würde, hätte ich mir sogar wahrscheinlich schon Marcelo auch leisten können. Aber ich finde es dann doch auch ganz gut, solche Spiele einwechseln zu können. Muss ich auch ganz klar sagen. Wir machen das mal ganz kurz zurück. Und dann als letztes eigentlich dazu will ich nur noch sagen, dass ich eigentlich mega stolz bin, weil natürlich jetzt wieder vielleicht einige am Ausrasten sind. Boah, da hast du da für Geld in Packs und sowas gesteckt und in FIFA-Points. Wie viel hast du da rausgeschmissen? Das wird häufig gefragt. Ich habe am Anfang von FIFA 17 100 Euro in Packs investiert, beziehungsweise in Foot Drafts. Das habe ich ja gemacht. Und der Rest, was jetzt hier ihr seht, weil ist ja auch euch irgendwo klar, mit 100 Euro wird man nicht in der Lage sein, sich so ein Team direkt zu bauen. So ist es leider nicht.
Den Rest habe ich dann über die Weekend League Belohnung bekommen. Und das ist halt, finde ich, mega nice. Und ich muss auch sagen, darauf bin ich eigentlich sehr, sehr stolz, dass ich inzwischen so ein Team einfach am Start habe. Und ich habe das Ganze ja so auch als Dream Team Loading bezeichnet. Ich habe mal ausgerechnet, diese Startelf, wenn ich jetzt mit Pogba drinne rechne und Vidal mit 0 Münzen, was auch nicht ganz korrekt ist, eigentlich könnte ich sagen, wie viel ungefähr der Man of the Match kostet, aber das weiß ich gerade ehrlich gesagt noch gar nicht, dann kostet dieses Team mit der Startelf, nicht noch die Auswechselbank oder sonst was, 14 Millionen. Und mein Dream Team Startelf kostet, glaube ich, 18 Millionen, sowas um den Dreh. Das heißt, ja, ich habe schon einen Großteil irgendwie hinter mir. So, den packen wir mal in hier raus, damit das hier auch stimmt, beziehungsweise ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil ich habe das Team auch nochmal richtig am Start. Und wir werden natürlich jetzt logischerweise auch mit diesem Team spielen. Ich hoffe, das hat sich jetzt hier nicht zu lange gezogen, habe doch dann doch recht lange gequatscht, aber vielleicht hat es ja den einen oder anderen von euch auch interessiert. Ich habe übrigens auch noch hier 5 Sets am Start, jetzt bin ich gerade überlegen, ob das alles nicht ein bisschen zu lange wird, weil ich will natürlich jetzt auch mit diesem Loading Dream Team, um es mal so zu bezeichnen, auch noch eine Partie spielen. Passenderweise ist es auch ein Meisterschaftsspiel und es ist das entscheidende Meisterschaftsspiel. Ich habe ein Spiel verbleibend, ich brauche einen Punkt, um auch den Titel zu holen. Und dann kommen wir wieder mal einen Schritt weiter an das Dream Team. Und ich werde jetzt mal ganz kurz dann auch nochmal das Richtige laden, aber das macht jetzt hier ehrlich gesagt keinen Unterschied. Perisic übrigens, den werde ich jetzt hier gleich in der Halbzeit einwechseln, ist sein erstes Spiel. Ich habe doch keine Ahnung, wie das abgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich habe richtig große Hoffnung auf ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, der geht richtig, richtig ab. Wir suchen uns mal den Gegner. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber wenn ich ihn gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. So, da haben wir jetzt dann den Gegner oder einen Gegner, Polish Vikings. Und da muss man. Uiuiui, der hat coole Trikots am Start. Das ist ein übler Fat-Champions-Spieler quasi, weil da muss er sich auch, glaube ich, entsprechend angemeldet haben, um das zu bekommen. Auf jeden Fall, er spielt dann 4-3-3 in der defensiven Variante. Und was wir dann jetzt hier auch gleich sehen werden, ich werde dann euch ja gleich auch zeigen, wie ich in-game aufstelle. Ich werde jetzt mal hier das enge 4-1-2-1-2 spielen. Und dann seht ihr auch meine Anweisung. Ich denke aber, dass ich dazu vielleicht nochmal wieder mal ein separates Video machen werde, weil wenn ich jetzt hier noch meine Taktik und meine Anweisung und sonstiges vorgestellt hätte, hätte ich mal gedacht, dass das wahrscheinlich zu lange geht und dass das vielleicht nicht ganz so geil ist. Ich merke gerade, dass ich eigentlich gar nicht mehr so in letzter Zeit viel FIFA gespielt habe. Letztes Spiel, jetzt werdet ihr die Augen rollen, aber ist jetzt auch schon wieder 3 Tage her oder so. Muss man vielleicht vor der Weekend League doch nochmal ein paar Games machen. Ich zeichne das gerade von Freitag auf Samstagnacht auf und ich habe noch kein einziges Spiel gespielt. Okay, gehen wir ins 4-1-2-1-2. Das lassen wir so. Casemiro. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt übrigens das Team so spiele. Also wirklich, absolute Premiere hier. Wahnsinn, oder? Jetzt ist der Weltpremiere, kann man auch hier quasi sagen. Jo. Ich mach mal hier gerade konservativ rein bei Abfangen. Ich habe ja das im Stream ein bisschen ausgetestet. Werde ich vielleicht gleich drüber reden. Als erstes möchte ich über. Boah, ich bin echt irgendwie gar nicht drin. Ich habe gar kein Flair, kein Feeling irgendwie. Hätte trotzdem fast mit Suarez eben den ersten Treffer erzielt, aber ist dann keine große Kunst. Ich hatte, muss ich sagen, letzte Woche ja so ein gewisses Dilemma. Ich habe euch auf Twitter auch abstimmen lassen, was ihr machen würdet, beziehungsweise welches Team ihr spielen würdet. Letzte Woche hatte ich einfach noch nicht so viele Münzen zur Verfügung. Ihr habt es ja gesehen, ich habe neue Weekend League bekommen, habe da mal ein paar Münzen rausgeholt und. Ja, großartig. Und habe. Dadurch jetzt war ich in der Position, dass ich mir dann auch jetzt noch zusätzlich verbessern konnte. Letzte Woche habe ich quasi mit Team of the Year Modric, Team of the Year Suarez und dann Second In von Pogba und in der Innenverteidigung Smalling und Walker In Form gespielt. Und das war eine der Varianten, die ich euch auf Twitter zur Verfügung gestellt habe, zur Auswahl gestellt habe. Die andere Variante war mehr oder weniger einfach auf Team of the Year Modric verzichten und dafür Team of the Year Ramos am Start haben und Pogba auch einwechseln. Und die andere Variante war auf Pogba verzichten und dafür Team of the Year Modric und
Team of the Year Ramos am Start haben. Und ich hatte mich dann für die Pogba und Manchester United Variante, beziehungsweise damit Walker Inform Variante entschieden. Und der Grund war eigentlich, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ah, das ist jetzt sehr kompliziert zu erklären, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich glaube, ich bekomme es jetzt auch einfach, ehrlich gesagt, meine ganzen Beweggründe und Gedanken dazu gar nicht mehr so sauber jetzt hier formuliert, weshalb ich, glaube ich, mir das gar nicht alles antue. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr hattet sogar für diese Variante am wenigsten abgestimmt, aber das sieht, ich will jetzt nicht sagen, dass, oder was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, dass jetzt nicht mir eure Meinung egal ist, nur ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und habe da die eindeutigsten Beweggründe letztendlich für das Team mit Smalling und Manchester United etc. gefunden. Nice. Suarez mit dem Treffer zum 1:0. Ja, ist der Gegner ein bisschen wild draufgegangen und dann sitzt dann so ein Scoop-Turn so, dass man danach in einer guten Schussposition ist. Was glaube ich jetzt viel interessanter für euch ist, wenn ich darüber rede, weil auch danach die Frage da war. Ich habe im Stream ja über ausgetestet, wie das mit dem konservativen oder energischen Abfangen von Außenverteidigern aussieht. Und haben auch viele gesagt, oh ja, dazu bitte ein Tutorial-Video, oder haben auch dann nochmal im Stream später eingeschaltet und haben gefragt, was meine Erkenntnis ist. Meine Erkenntnis im Stream war eigentlich vom Eindruck her, das ist mit die unwichtigste Einstellung von den Anweisungen her, die es gibt. Weil ich habe kaum einen Unterschied gemerkt. Ich habe dann einfach 3-4 Spiele mit energisch gemacht, mit energischen Abfang auf den Außenverteidigern, weil ich gedacht habe, okay, also das kann am ehesten problematisch sein. Und das gucke ich mir dann, das gucke ich mal an, und wenn ich da irgendwie merke, dass das funktioniert nicht oder es gibt Probleme oder was auch immer, dann kann ich halt direkt sagen, okay, das ist keine Option. Oh, dann muss ich vielleicht nochmal vor dem Pass sauberer ausrichten. Und das war aber irgendwie nicht so. Im Stream habe ich nicht gemerkt, oh, hier in der Abfang, Alter, guck dir mal an, hier, wie der drauf geht, wie der rausgeht, das gibt ja nur Probleme. So war es halt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn selbst energisches Abfang ich mir aber einfach überhaupt gar nicht merke, dann kannst du es auch kannst du energisches Abfang drin haben, kannst du normal oder sonst was drin haben. Ich habe aber danach nochmal ein Spiel ohne Stream gemacht und da energisches Abfang drin gehabt. Und dann habe ich mal irgendwann so in der 60. Minute oder sowas geschaut und auf einmal habe ich gesehen, dass meine Außenverteidiger also nur noch auf einmal Hälfte der Balken hatten und mit die Spieler waren, die am wenigsten Ausdauer. Und, na, wunderschönes Tor. Also wirklich klasse. Toll herausgespielt. Und da dachte ich so, alles klar, wenn ich nicht einen riesen Vorteil dadurch sehe, dass ich energisches Abfang einstelle, aber direkt den Nachteil, dass meine Außenverteidiger mit die plattesten Spieler auf dem Platz sind, da brauche ich energisches Abfang nicht einzustellen. Und deswegen schließe ich diese Einstellung mal definitiv aus. Und das kann ich sozusagen somit auf den Weg geben. Also konservativ habe ich jetzt einfach mal reingestellt. Das kann ich mir noch eher quasi so ein bisschen vorstellen, um das Ganze zu rationalisieren. Aber wahrscheinlich ist der Unterschied zwischen normalen, energischen und konservativ jetzt nicht ganz so riesig. Ich denke halt vor allem, dass es vielleicht auch auf Ausdauer, insbesondere wenn man energisch einstellt, Auswirkungen hat. Und was ich dazu noch vielleicht abschließend sagen würde, ist die Erkenntnis bzw. einfach die Feststellung, dass ich denke, dass diese Einstellung halt nach meinem Eindruck, die ist nicht irrelevant, aber es gibt wahrscheinlich einfach nicht so viele Situationen pro Spiel, wo das wirklich eine Auswirkung hat. Aber wenn dann mal diese Situation auftritt, dann denke ich, kann das einen Ausschlag geben. Ja? Ja. Gegner ist ein bisschen überfordert. Also ich spiele nicht gut, mache keine überragenden Sachen und der Gegner geht jetzt hier leider raus und das ist jetzt echt ein bisschen problematisch. Da haben wir halt jetzt so ein Spiel angerissen. Ich habe euch nochmal gezeigt, wie das Ingame aufgestellt ist. Ich habe euch mein neues Team gezeigt. Dann zeige ich jetzt nochmal ganz kurz meine Taktik und mache nachher einfach 5 Packs auf. Dann haben wir echt alles mit dabei gehabt. So eine Art Teamvorstellung, Taktik, Anweisungsbesprechung, wie ich es Ingame aufstelle und Packs. Was ist denn los? Also so eine Voll... Und noch die Meisterschaft, die ich jetzt hier gewonnen habe. Also mehr kriegt man ehrlich gesagt nicht in so einen Zeitraum, glaube ich, reingepackt. So, also, dann haben wir das hier, ja, super, geil, dann haben wir dann auch hier die nächste Weekend-League-Teilnahme gesichert, falls es vielleicht diese Woche nicht alles so gut läuft, wie ich mir das vorstelle. Und das war eine Frage jetzt an euch. Wenn ihr gegen so ein Team spielen würdet, wo ich mal sagen würde, das ist nicht so häufig, dass man gegen so ein Team spielt.
würdet ihr rausgehen? Oder würdet ihr einfach mal sagen, Alter, ich will dieses Team eigentlich, ich will mal echt diesen Moment vielleicht auch genießen, denn es hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, gegen so ein Team zu spielen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wäre vielleicht so ein bisschen mein Gedanke. So, wann spielt man schon mal gegen ein Team of the Year Ronaldo alleine? Und dann noch Suarez und noch so viele weitere Team of the Year Spieler dabei. Okay, ich wollte euch sowieso noch meine Taktik zeigen. Die sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich habe es inzwischen auf folgende Werte eingependelt. Ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Hand ins Feuer, die spiele ich noch in 2 Wochen. Was ich vielleicht noch am ehesten in diese Richtung in 2 Wochen spielen würde, ist das hier, Passspiel so zwischen 55 und 60, sowas um den Dreh, Flanken zwischen 35 und 45. Agge hat jetzt vor kurzem sein Video mit individueller Taktik veröffentlicht, der spielt Flanken 70, das finde ich total faszinierend. Ich habe noch kein einziges Mal in FIFA 17, glaube ich, mit einem Flankenwert über 50 gespielt. Von daher muss ich das vielleicht auch nochmal austesten, weiß ich nicht. Ja, Schussverhalten, sowas, 60, 65, 55, sowas in den Rahmen, denke ich, werde ich immer spielen. Hier bin ich noch überlegen, ob ich nicht doch nochmal, ich habe vor einem halben Jahr mit 55, 45 gespielt, dann habe ich eine Zeit lang mit 70, 55 gespielt. Sowas in die Richtung kann ich mir noch vielleicht mal vorstellen, aber aktuell spiele ich jetzt einfach mal so, ich denke, es ist auch nicht das Allerentscheidendste, ob man jetzt hier 60, 70 oder was weiß ich eingestellt hat. Und auch hier bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Diese Kombination sehe ich einfach sehr wenig bei anderen Spielern. Ich hatte einfach in der Weekend League vor 2 bis 3 Wochen Probleme, als ich sowas um den Dreh gespielt habe oder als ich das hier gespielt habe. Irgendwie war ich unzufrieden. Und der niedrige Druck ist halt ein bisschen ungewöhnlich so in dieser Kombination. Ich glaube, Mirza spielt es auch in die Richtung. Niedriger Druck, hohe Aggressivität. Aber man sieht es nicht ganz so häufig bei anderen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das optimal ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen Wert übrigens, kleiner Hinweis, den passe ich an. Wenn ich eine enge Formation als gegnerische Formation habe, bleibe ich bei einem niedrigen Verschiebenwert, weil dann meine Spieler eher auf der Seite kompakt machen. Und wenn ich eine flügellastige Formation beim Gegner sehe, dann spiele ich hier 53, 54. Das nur so als kleiner Hinweis, dass ich das an die gegnerische Formation anpasse. Das heißt, wenn dann ein 4-3-3 mit einem ZOM oder sowas spielt, generell eine 4-3-3-Formation, oder auch das 4-2-3-1, das stelle ich hier auf 53, 54. Das passe ich also an und meistens spielt man eher gegen engere Formationen, deswegen habe ich hier standardmäßig gerade mal 47 drin. Aber ich könnte eigentlich auch am Anfang 50 drin haben. Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum grande Finale quasi für die heutige Folge. Wir öffnen nämlich Packs. Ich habe genau 49.000 Münzen. Yay. Ja, nach dem Pack-Opening vielleicht nicht mehr. Gerade die Man-of-the-Match-Spieler rausgekommen, die neuen mit Neymar, Vidal, Sergio Ramos. Ich sag's mal ganz ehrlich, einen von den drei werde ich jetzt ziehen. Wir fangen an mit dem Jumbo-Premium-Spieler-Set. Nee, was war's? Ich weiß nicht ganz genau. Wenn man jetzt Glück hat, ist das ein Spieler, der für die Lacazette-SPC gebraucht wird und auf einmal 5.000 Münzen kostet. Könnte sogar wirklich der Fall sein. Ich weiß es nicht, aber nein. Ist aber nicht komplett wertlos, das muss man auch mal sagen. Ist das Wellington? Ist das der von früher? Nein, nee, der hatte nämlich nicht 62 Pace. Okay, ich sollte mich vielleicht nicht ganz so lange an einem Silver-Set aufhalten. Waldstadion, hallo. Das ist aber nicht das offiziell lizenzierte, weil das ist ja die Commerzbank-Arena. Gut, ich hau mal weg. Gehen wir zum nächsten Premium-Silber-Spieler-Set. Das sind übrigens SPC, das sind Top-Spieler, Top-Spiele hier, ne? Packs, Top-Spiele, Packs. SPC, Top-Spiele, Packs. So, ja. Okay. Packt man auch einfach alles in den Verein. Man weiß nie, wann man das vielleicht mal in Münzen umwandeln kann, wenn eine entsprechende SPC kommt oder man es selber in der SPC anwenden kann. Jetzt haben wir hier noch ein Jumbo-Premium-Gold-Set, ein Premium-Gold-Spieler-Set und ein Prime-Gold-Spieler-Set. Machen wir das Premium-Gold-Spieler-Set auf. Hat sogar echt nach meinem Geschmack ein bisschen zu lange gewartet, aber es ist nicht Coentrao, sondern Eliseo, oder? Ja. So. Fangen wir auf den Verein. Auf die Transferliste. Gehen wir zum Jumbo Premium Gold Set. Auch hier wahrscheinlich nichts drin. Oh, Chesney, das ist der Fall.
Auch alle in den Verein. Und dann stoßen wir die Sachen ab. Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem besten Set, zu dem Prime Goldspieler Set. 6 glänzende Goldspieler. Da kann was drin sein. Nicht. Es ist kein Inform oder ähnliches, es ist Glick. Ja, habe ich jetzt die polnische Combo hier gezogen mit Glick und Chesney. Vielleicht sonst noch? Nö, also sogar die anderen Spieler alle, also alle, ach, es waren nicht mal 6 glänzende Goldspieler. Wie man sieht, es sind auch glänzende Silberspieler drin. Toll, 2 Stück davon an der Zahl. Ganz, ganz stark, da ist die Freude riesig. Und die packen wir alle auf die Transferliste. Und damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, dass das jetzt nur ein halbes Spiel zu sehen war. Aber wenn ich da jetzt noch ein weiteres Spiel gespielt hätte, wirklich komplett 90 Minuten, dann wäre die Folge einfach viel zu lang geworden. Deswegen hat das jetzt, glaube ich, so eigentlich ganz gut gepasst. Ich kann auch nochmal die Taktik zeigen und auch noch die Packs gut aufmachen. Und von daher, ja, seht ihr, die Weekend League ist noch nicht gestartet von mir. Ich hoffe, ihr habt einen großen Erfolg bei der Weekend League diese Woche. Und dann hören und sehen wir uns die Tage. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das freut uns. Und dann sehen wir uns zunächst. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.